für Sie, wieder das rote Energietrikot zu tragen nach so vielen Jahren? Ein schönes Gefühl, irgendwie wie nach Hause kommen. Und nach so vielen Jahren, vor allem die Mitspieler wieder zu sehen, ist, muss ich sagen, schon herzergreifend. War das so, wenn Sie rückblickend auf Ihre Karriere, eine ganz besondere Mannschaft, in der Sie damals gespielt haben? Ja, also man kann wirklich sagen, es war die erfolgreichste Zeit, meine erfolgreichste Zeit und auch die schönste Zeit, weil wir haben ja wirklich einen Haufen Verrückter gehabt mit einem Leader, der noch einen draufgesetzt hat. Da muss man sagen, wir haben wirklich auch von niemandem beeinflussen lassen, beirren lassen und wir haben ein Ziel gehabt und das haben wir konsequent verfolgt. Alle wollen natürlich von Ihnen immer wieder wissen, oder Sie werden angesprochen auf dieses T-Shirt mit der Aufschrift Jule. Wo ist es denn, das T-Shirt? Das T-Shirt ist jetzt im Museum und die Vergangenheit ist Vergangenheit und jetzt gehört die Zukunft meiner Frau.